Willkommen zu einem neuen Projekt von dem Umlautmann. Freunde der Sonne, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut, und willkommen zu einem neuen Part von House of Ashes. Wir stehen in einer sehr spannenden Stelle, denn ich habe einen sehr bösen Cliffhanger im letzten Part reingepackt. Sorry for that. Aber ich dachte, es wäre eigentlich ein sehr, sehr cooler Moment gewesen. Und wir stehen gerade, wie gesagt, an einer super spannenden Stelle. Denn wir sind im Untergrund unterwegs mit der normalen Truppe, so wie wir es kennen. Rachel hat überlebt, das haben wir auch erfahren. Und jetzt sind super viele Vampire hinter uns her. Wie das endet, keine Ahnung. Los geht's. Konzentration an der Stelle. Ich glaube, ich höre sie. Ich höre nichts. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. Boah, die Blaufilterbrille, mit der sehe ich zu wenig. Mit der sehe ich eindeutig zu wenig wegen dem Licht. Also den Softboxen. Na, tolle Wurst. Unser irakischer Freund wartet da. Geil. Vorsicht. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Das wäre eine sehr schlechte Idee. Du bist nicht in der Position zu verhandeln. Ja? Nur ein Mox. Wag es, Pisser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Was aber? Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie, Colonel? Sie entscheiden, Colonel. Was? Widerstreben, wir brauchen sie. Befehlend, fesselt sie. Wir brauchen sie? Wir brauchen sie. Sie sind der Feind, Nicky. Ich vertraue keinem von euch. Oh, meine Kamera ist ausgegangen. Let's go. Sie kommen. Wir müssen die Tür öffnen. Warum steht ihr da herum? Helft! Denk nicht einmal dran! Fort, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Er wo recht hat, hat er recht, würde ich sagen, oder? Shit! Hilf ihnen! Ich nehme den Korridor! Scheiße! Los! Hoffentlich schießt er nicht. Naja, der ist sofort tot, sollte er schießen. Ist echt eine ganz schön schwere Tür. Okay, Opferkammer. Geil. Da ist man noch gerne drin. Ein bisschen hängen mit den Boys und Girls. Und diesem Schakalen, keine Ahnung. Ort auf der ganzen Welt. Jo. Ach, guck mal, da oben ist sogar so ein Ding. Überlebe den Angriff? Das ist unsere nächste Mission. Wie soll man das denn anstellen? Ja gut, das ist die Opferkammer, ne? Gut, wir haben ein UV-Licht. Mit dem UV-Licht müssen wir gut arbeiten. Oh, es gibt Quicktime-Events, oder? Nein! Was ist das? Wer ist da? Sieht aus wie ein Vampirwesen. Komm, Jason muss doch irgendwie überlebt haben, oder?
Nein! Oh, ist er tot? Sie hatten recht. Tja. Alter, saugt er jetzt am Blut? Die Frage ist, ob man infiziert ist, wenn man aus dem Ständer wird oder nur, wenn die das Blut trinken. Oh. Gibt's auch Quicktime-Events? Nick, okay. Wer ist die Person? Geh näher ran, geh näher ran. Ach, Digga, wie lange hat der denn überlebt? Guck mal, eine altbekannte Person, ne? Schieß ihm die Birne weg. Gewehr, Kruzifix. Nimm mal das Kruzifix. Scheiße, vielleicht hätte ich das Gewehr nehmen sollen. Oh Mann, ich dummer Vollidiot. Nimm das Gewehr. Nimm das Gewehr. Oh nein, ich will es aber rückgängig machen. Oh, bin ich blöd. Nimm doch das Gewehr. Will mich das Game jetzt wirklich bestrafen für so eine dumme Entscheidung? Guck mal bitte nach rechts, Bro. Guck mal nach rechts. Ihm die Würde weg, genau. Jo, dem auch einmal. Genau. Oh nein. Habe ich jetzt irgendwie zwei Tode verursacht? Oh nee, das kann nicht sein. Was ist das für ein Ende? Schießen! Hä, das ist ja Pest oder... Hä? Als ob! Ja, perfekt, sehr schön. Kurs aktualisiert, alright. Das war, glaube ich, eine wichtige Entscheidung. Schieß ihn die Birne weg, schieß ihn noch die Birne weg! Ja! Aua! Oh nein, das UV-Licht darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Allah, steh bei mir, okay? Ey, ist jetzt euer Scheiß ernst? Bleib bei mir. Will keiner Eric retten? Er ist verloren, wir müssen weiter. Los. Nein, nein! Retten! Wir fliehen jetzt nicht! Nimm doch das UV-Licht, ja genau! Oh mein Gott, das war knapp! Ja, genau, weiter so. Ja, und da einmal bitte weiter, genau. Ja, was mit... Ich habe seinen Namen vergessen. Der Dude, der da weggezogen worden ist? Wie random war sein Tod denn bitte? Vielleicht lebt er ja noch, Kappa. Nur dieser Typ, ne? Yo. Was, der Speerwerfer? Nein, das kann doch nicht sein. Ist sie jetzt wirklich tot? Boah, Digga. Ist einfach WWE hier gerade. Nein. Warum ist sie denn jetzt gestorben? Digga. Ich kotze. Sind jetzt wirklich so viele tot? Aber wegen welchen Entscheidungen, frage ich mich jetzt gerade. Ja, ob er stirbt, ist mir relativ buggy. Ich sag's, wie es ist. Oh, Bro, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das wirkt so willkürlich jetzt gerade in der Opferkammer. Ja, Rachel tot. Der Sympathikus tot. Also es lebt jetzt Salem, Nick und Eric, ne? Die haben jetzt überlebt. Ja, wow, Digga.
Kein Bock mehr aufs Spiel, es sind mir zu viele gestorben. Ah, er hat überlebt, weil man nicht gesehen hat, wie er gestorben ist, okay? Leg dich nie mit einem Marine an. Ja, merke ich mir. Merke ich mir, Bro. Katakomben, 1.20 Uhr am Morgen. Auflauern stellen. Ja, stell dich den Leuten. Ich komme in Frieden. Beweg dich ja nicht. Na, ah, er ist der falschen Person begegnet. Bist du allein? Hat es noch jemand geschafft? Es ging alles so schnell. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Nur dich und mich. Das ist ja großartig. Beruhigen, ich will nichts Böses. Ich will dir wirklich nichts Böses. Ich schwör's. Ach was, ich bin der mit der Knarre. Willst du Ärger? Sag der Ami mit der Knarre. Vorsichtig, wir können wenigstens Verbündete sein. Wir kämpfen gemeinsam, enthusiastisch. Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild. Bisschen arg geschwollen. Aber gut. Kurs aktualisiert. Jason und Salem freundeten sich in den Katakomben an. Alter, wenn das nicht mal eine wunderbare Geschichte einer Freundschaft ist, nicht wahr, meine Freunde? Bleib auf der Hut vor Gefahren. Ja, wie soll ich das denn anstellen, liebes Spiel? Junge, wie stellt sich das Spiel das bitte vor? Okay, da ist nichts drin. Immer wieder erstmal einen Schritt zurück, um zu entdecken, ob man vielleicht doch irgendwas in der Ecke findet. Wenn du versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir, den Versuch überlebst du nicht. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mir Angst? Das ist jetzt Real Talk an der Stelle. Sieht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Okay, let's go. Los! Wow, oh, na tolle Wurst. Alles okay? Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Na, tolle Wurst. Also sind es UV-Strahlen, die Vampire töten. Durch. Ist interessant. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Okay. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Wechsel wieder das Thema. Düster, das sind Vampire. Das sind Vampire. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Glaub mir, das sind Vampire. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja, sieht langsam wirklich so aus. Ja, true that. Geh durch! Okay, let's go, let's go, let's go! Imagine, er würde jetzt da drin sterben, weil ich verkackt hätte. Danke. Also, nur Rachel ist jetzt gestorben, ne? Ich frag mich aber echt, warum. So, warum ist das passiert? Es kotzt mich richtig an, ey. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Das ist süß. Und du?
Was willst du tun? Vermutlich nur was trinken gehen. Auch gut. Gucken wir uns erstmal die nächste Erinnerung hier an. Ach, diese unleserlichen Dinge. Ne, bla 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 ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war, und sagte ihr, das ist Dingenskirchen, die eine von vorhin. Mit den Forschungsergebnissen. Und sagte ihr, wie leid mir alles tat, bla bla bla, diese gottverdammten Ort gereist waren, dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als bla 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 das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie bla 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 ließ mich schwören, diesen Ort zu vergraben. Los geht's! 21 Uhr. Etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Oder Porsche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte von ihr Besitz ergriffen. Also die Dinger schlüpfen aus Kupons. Ich fang mich an. Und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich vor seiner Raserei. Okay, gut zu wissen. Die Dinger schlüpfen aus Kupons. Ist ja nicht ekelhaft genug oder so, ne? Brrr. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft? Wir hatten keine Wahl. Okay. Eine nächste Vorahnung. Ich finde die Gespräche zwischendrin immer sehr interessant, deswegen würde ich die mal so auslaufen lassen. R32. Ach Digga, was sagt da Ritualtafel? Diese Tontafel zeigt einen Priester, der mit einem Messer in der Hand ein Ritual durchführt. Auf ihr klebt ein Schildchen mit einer Nummer. Wir haben ja schon ein paar Nummern hier gefunden. Aber was? Bonusinhalt. Ach, das sind die Bonusinhalte, die man sich noch snacken kann, oder? Wäre noch interessant für den finalen Part, wenn wir uns hier reinziehen. Dein Freund Nick. Ich mag ihn. Er war nett zu mir. Guck dich diese Dinger mal an. Gehabt. In einer anderen Situation hätte er dich gekillt. Naja, Schwein gehabt, ne? Okay. Ich glaube, es gibt hier nichts mehr zu entdecken. Nee, aber schreibt gerne in die Kommentare hinein, ob euch die Bonusinhalte interessieren würden. Also ich würde da ganz gerne mal reingucken, wenn das so Filmchen oder so sind. Na dann öffnen wir mal die andere Horrortür an der Stelle. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Respektvoll, ich habe kein Problem mit dir. Geringschätzig, glaub das eben. Nein, respektvoll. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Ich find's immer so funny. Ich mach mal kurz Pause. Ich find's immer so funny, wenn man ausländische Sprichwörter oder Geschichten ins Deutsche übersetzt, sind die meistens immer so, wo man sich so denkt, hä? Also ich kenne das halt von meiner Mom, sie kommt aus der Ukraine und hin und wieder hat sie auch mal irgendwie so Sprichwörter oder Geschichten, die irgendeine Moral predigen, übersetzt und ich frage mich dann auch jedes Mal so irgendwie, okay, im Deutschen kommt die Moral oder das, was man eigentlich sagen möchte, gar nicht so rüber. Naja, aber ist halt auch mit deutschen Sprichwörtern so, ne? Da wird der Hund in der Pfanne verrückt oder I think I spider. Da ist natürlich ein Viech mit einem Nix. Vorsichtig, oh vorsichtig. Diese Drecksviecher, ne? Komm schon, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf.
Geht's weiter mit Ausweichen oder so? Nein, in die Brust, du Vollidiot! Nicht in den Arsch! Oh-oh. Ja, jetzt geht's los. Nice one. Weiter rein, weiter rein, weiter rein, weiter rein. Vorsichtig. Ja, krass, wie die echt verrecken, wenn man das macht. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Yes, sir. Klingt nach einer hervorragenden Idee, nicht wahr? Ja, mich kotzt das mit Rachel an. Aber hat man jetzt so... Oh nein, Rachel wird sich dann safe in so einen Vampiren verwandeln, ne? Ach, Digga, Manno! Ich wollte eine Liebesgeschichte zwischen den beiden irgendwie voranbringen. Warum muss denn das jetzt so enden? Das gefällt dem Umlautmann nicht. Achso, hier sind einfach Löcher im Boden, okay? Aber als ob hier nichts zu finden ist in dem Raum. Ich will noch mehr Vorahnungen, ich will alles finden. David entdeckt die Welt hier im Videospiel. Ist wohl eine Krankenstation. Könnte nützlich sein. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Rein damit! Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Immer wenn du was Kluges sagst, sagst du gleich danach was Dummes. Naja, man weiß ja nie. Was ist das denn? Ist das ein Diamant? Geheimnis gefunden. Ah ne, ein schwarzer Onyx. Digga, einfach das Pokémon Onyx mit einem anderen draufklebenden Schild zum Katalogisieren. Bei den antiken Völkern symbolisierte schwarze Onyx eine Sonnenfinsternis. Cool. Nimm mal mit, Digi. Ich würde das Ding mitnehmen. Man weiß ja nicht, was es so wert ist auf eBay Kleinanzeigen. Nein. Erzähl den Witz trotzdem. Oh Mann, ich hätte den Witz gern gehört. Mein Gott. Im Lager herrscht Chaos. Arbeiter werden vermisst und Lady Bradshaw unleserlich. Aber ich kann es mir schon denken. Sie sehen sich nach dem selben Schicksal, dem auch bla bla bla. Sie möchte bla bla bla. Nein, dreh nochmal um. Dreh nochmal um. Da wird ja bestimmt wieder so ein Video dahinter sein. Ein schönes Video, nicht wahr? Rein geht's. 1. Januar 1947. 1 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihn einstürzen lassen, auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Weiß ich jetzt nicht. Also, Butter bei den Fische, das ist ja irgendwo schon sehr löblich, dass sie sagen, sie dürfen da nicht rauskommen. Aber lass es, keine Ahnung, 500 Vampire, 1000 Vampire sein, Bruder, als ob die Menschheit gegen sowas nicht ankommen würde. Das finde ich von dem allein tagsüber verrecken die doch draußen. Also, I don't know. Finde ich irgendwie wack. Ah, geil, ein Foto. Die Statue, die haben wir auch schon gesehen. Autopsienotizen, große Mengen Blut im Magen, Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte, ernährt sich der Organismus von Angst, jagt Opfer Angst ein, Adrenalin wird ausgeschüttet, Angriffe? Also sobald man Angst hat, greifen die einen an. Also wenn du entspannt bist, passiert... Ja, okay, aber es ist schwer, entspannt zu bleiben bei diesen Viechern, würde ich mal so behaupten am Rande, ne? Heilige Makrele! Okay, ansonsten haben wir uns, glaube ich, hier gut umgesehen, weiter geht's, ne? Höhlen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz.
Was machst du da? Eine Markierung. Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wahre Worte. In was für einer Tropfsteinhöhle ist man jetzt angelangt? Sind das heiße Quellen? Oder kalte? Oder normale Quellen. Junge, wenn Wolwig davon erfährt, ey, was glaubt ihr, wie schnell dieser Ort gekauft wird? Deine Frau? Nachdenklich, da ist also verheiratet. Zynisch, jetzt willst du reden? Nein, nachdenklich. Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Er hat es nicht geschafft. Ist okay für mich. Ein Bösewicht weniger. Es kommt der Tag, an dem du dein Verhalten bereuen wirst. Ich bereue nichts. Ja, das war das Portemonnaie von dem Dude da vorhin, ne? Ja, ich muss aber sagen, sein Tod ist jetzt auch nicht so tragisch. Für mich persönlich. Okay. Aber Freunde der Sonne, ich glaube, das ist mal wieder ein schöner Moment, den Part zu beenden. Wir haben sehr viel Information bekommen. Spannende Situation, wie ich persönlich denke. Und mal gucken, ob wir unsere Freunde-Dudes irgendwo finden. Von daher sage ich an der Stelle, danke fürs Zusehen. Daumen nach oben, nicht vergessen. Abonniert den Umlautmann. Danke an die Elite-Umlaut-General-Member Basti the Dark Empire, Cybrix Games, Maria Klein-Dampion und alle anderen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.